Ja, hier wollen wir uns gar nicht lange aufhalten, bevor die Kommunisten weiterkommen, wie ich drauf bin, fliegen wir ganz schnell aus Ho Chi Minh City weg und fliegen nach irgendwas, was Kapang, irgendein Provinzflughafen in Richtung Küste. So oder so starten wir erstmal. Also, den Hebel-Condition gibt's gar nicht, die Propeller können wir, das ist Mixtur, wieso geht die Mixtur nicht? Mixtur geht nicht, weil er das richtig gemacht hat, Menno, also nochmal stoppen das Ganze. Ach so, so alles gut. So nur der mittlere. Ach, ist ja klar. So der rote, der blaue. Ah. Habe ich da immer noch die Trimmung drauf? Nein, zum Glück nicht. Ich habe es viel weniger schlimm gemacht, als ich dachte. Also, Mischung nach vorne. Und dann war irgendwas mit Füßen auf Pedale tun, damit man steuern kann. Und dann gehen wir mal ein bisschen Gas. So, und mit den Füßen gegensteuern. Ich habe, glaube ich, keine Flammen draußen. Nein, habe ich eigentlich nie überstanden. Ja, genau. Schön schnell. Flott. Ich glaube, es geht mal langsam. Oh, er kommt schon ganz von selber hoch. Das ist ja schön. Dann brauche ich jetzt auch kein Fahrwerk einzufahren. Kann die Füße von den Pedalen nehmen und einfach den Rest wieder anfliegen. Ja, das ist schön. Gewinnen wir einiges, nämlich an Höhe. Würde ich sagen, schraube ich hier mal so ein bisschen am Autopilot rum. Eine Cruising Speed von 130, mehr ist hier eh nicht drin bei dem Ding. 130 und eine Höhe möchte ich erreichen von 3600 bei einer Vertical Speed von, ich glaube, mehr als 600 schafft dieser Vogel nicht. So, dann müsste ich noch nach und ein drücken. Ja, hier eine Vertical Speed von 420. Machen wir 500, da kann ich mich davon einigen. Bevor wir jetzt abschmieren, drücke ich einfach mal auf Autopilot. Alles weitere ist dein Problem. Regel du das mal. Mal gucken, muss ich eigentlich in Airspeed gesondert enablen? Ich drücke hier mal drauf, ich weiß nicht, ob das hier geht. Rot leuchten tut es. Aber ich glaube, im Steigflug kriegt er das sowieso nicht hin. Aber er steigt, das ist schon mal gut, oder er steigt gar nicht schlecht. Die Richtung, in die er sich schraubt, ist zurück zur roten Linie, mal schauen. Ja, noch kann ich ihm das abkaufen. Und er dreht sich rein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, jetzt geht er doch bestimmt wieder nach links. Nee, das andere links, nach rechts. Und dann fliegen wir die rote Linie lang. So. Bei Alt steht jetzt gar nichts mehr. Alt blinkt jetzt. Was haben wir denn für eine Höhe überhaupt? 2000 hat er kein Stück. In Airspeed ist nicht mal ansatzweise so hoch, wie er sollte, es sei denn, er hat sich umgeschaltet bei ihm. Gucken. Knips, knips. In Airspeed 99 steht jetzt hier, also drehen wir mal hoch auf 125, sag ich mal. 130 wird ja schon der gelbe Bereich an bei dem Ding. Ach, und schau an, die Geschwindigkeit steigt. Wenn die Geschwindigkeit steigt, dann können wir auch die Höhe besser erreichen. Bei Alt blinkt er jetzt nur vor sich hin. Ob er vielleicht die Höhe erst in Angriff nimmt, wenn er die Geschwindigkeit erreicht hat? Ich lasse das einfach mal so laufen. Im Moment hält er die Höhe ja einfach nur. So. Da haben wir jetzt die 125er Geschwindigkeit. Dann drücke ich jetzt einfach mal den alten Knopf, der blinkt mich so an. Knopf. Ja, Steighöhe 62, also ein bisschen mehr geht schon, ne? 600. Na, 500. Ja, macht er auch. Geschwindigkeit hält er. Wunderbar. Es funktioniert! Ja.
Unter uns sehen wir die wunderschöne Stadt Ho Chi Minh City. Ja. Hübsch, fein. Prachtig, wie es auf Holländisch heißt. Und jetzt können wir zwischendurch noch mal eben gucken, wo wir eigentlich hinfliegen. VVCT. Das wolltet ihr wissen, ne? Hier kann man irgendwie Knöpfe drücken. Haben wir die Prozedur eigentlich geladen? Müssen wir eigentlich, ne? Ja, na gut. Ja, die Prozedur ist geladen. Nicht mehr so gesondert, weil er befolgt sie ja schon. Das wäre Activate Lag. Ah ja, das hat er schon selbsttätig richtig erkannt. Gut, dann haben wir wenigstens einen Anflugvektor. Wir haben zwar keine schöne GPS-Landung oder sowas, aber immerhin muss ich mich jetzt nicht so sehr darum scheren, in einem richtigen Winkel auf die Landebahn zuzuhalten. Das kann auch sehr schön selber machen. So, höhenmäßig sind wir jetzt auf ja doch knapp 3000 und arbeiten uns ran. Der Mann ist hier der Gunners. Des Chargeurs muss das wirklich heißen. Ein eingeborenen Idioten nennt man das dann. Vietnam schon erschossen.
Denen muss ja sowas wie ein Flugsimulator voll der Dorn im Auge sein. Alles, was sie so persönlich als militärische Geheimnisse betrachten, kann der Durchschnittsbürger einfach so im Spiel mal eben überfliegen. Das schmeckt denen bestimmt überhaupt nicht. Naja, mal gucken, ob ich noch irgendwas hier aus der Wikipedia zaubern kann, aber ich fürchte, wir haben das schon durch. Oh, jetzt muss ich ja wieder nach oben scrollen hier. Und Vietnam ist ein langes Gescroll, ist ja auch ein langes Land, könnte man jetzt sagen. Aber nein, das hängt unbedingt miteinander zusammen. Lange Länder haben nicht immer lange Scrollen, das hängt meistens eher mit der Geschichte zusammen. Und deswegen gucken wir jetzt aber eben auf die Karte. Und zwar nicht die Visitenkarte, sondern eine Landkarte. Ja, eine Menge Flüsse gibt's hier. Wir fliegen so ein bisschen wieder mal am Ziel vorbei, was wahrscheinlich damit zusammenhängt. Ah, hier ist die weitere Route, könnt ihr auch nochmal sehen. Wir landen jetzt einmal noch hier, dann landen wir noch einmal hier, beides in Vietnam und dann geht's rüber nach Malaysia. So, und wir fliegen etwas daneben, wahrscheinlich, das kann eigentlich nicht sein, ne? Hier die Landebahn ist so rum. Wahrscheinlich peilt er jetzt irgend so einen Punkt an, wo Linienmaschinen dann normalerweise einschweben würden auf diesem winzig kleinen Flughafen, weil er rot ist. Ist das wahrscheinlich so eine Art Graspiste oder jedenfalls nichts wirklich Großes. Ich denke mal, die Privatfliegerei ist in Vietnam jetzt nicht so gang und gäbe. Schauen wir mal, wohin das führt. Auf jeden Fall, wo wir hinwollen, heißt Kanto. Wir werden mal gucken, was die Wikipedia zu Kanto sagt. Kanto. Kennt er Kanto? Ja, er kennt Kanto. Kanto ist die größte Stadt in der Region des Mekong-Deltas und die viertgrößte Stadt Vietnams. Also das ist die viertgrößte Stadt Vietnams und der Flughafen hat nicht mal eine ordentliche Rollbahn. Als regierungsunmittelbare Stadt ist sie direkt der Zentralregierung unterstellt und der Verwaltungseinheit Provinz gleichgestellt. Die Tan Po Kanto hat weniger den Charakter einer gewachsenen Stadt als einer Verwaltungseinheit aus lose verbundenen Siedlungen. Der sehr zentral gelegene Stadtteil Kan Nin Kyo, ist mit rund 250.000 Einwohnern der bevölkerungsreichste. Hier befinden sich die meisten städtischen und Gemeindeämter. Als historische Bezeichnung für die Stadt ist auch Taido, Hauptstadt des Westens, bekannt. Ja, das ist ja schon mehr als über viele andere. Geografie und Klima ist beides vorhanden. Eine administrative Gliederung gibt es auch. Es gibt Wirtschaft und Struktur und Söhne und Tochter der Stadt, von denen mir deren Prominenz mir jetzt gerade nicht geläufig ist. Aha, hier gibt es ein paar Fotos. Ja, könnte genauso Innenstadt von Neapel sein, die war auch nicht sonderlich schön. Also nichts mit Pagoden und so, sondern ja, ein Fluss im Wesentlichen aus Mundfäule und eben diese hässlichen, fähigen Betonbauten nur weiß angemalt. Aber sie sind sauberer als in Neapel. In Neapel war zu einem Überfluss, nicht nur hässlich, es war auch dreckig. Hier sieht das Foto wenigstens schön aus. Ja, ja, das war's denn auch schon. Dann schauen wir doch mal, ob wir Kanto hier finden. Nimm, da oben muss man es hinklicken, genau. Also, so viele Städte auf der Welt scheint es nicht zu geben, die Kanto heißen. Da, Kanto, Kyokan, Kikong, was weiß ich. So, wo ist da der Flughafen? Das interessiert mich immer am meisten. Da, da ist, ich weiß nicht, ob es noch einen gibt, aber da ist schon mal ein Flughafen. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das kommt hin. Ja, das passt schon. Aber er sieht nicht militärisch aus. Ich sehe keine Bunker für Jagdflugzeuge. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Ja, ein Stadion gibt's. Das ist doch schon mal schön. Naja, also mit dem Rasen müssen wir nochmal reden. Was mag das sein? Das ist doch bestimmt irgendwie eine alte Tempelanlage oder sowas. Oder der Sitz des obersten Vietcong oder so ähnlich. Das sieht nach Hallen aus. Rostige Hallen. Das ist eine Unität oder sowas. Auf jeden Fall, da ist richtig Geld reingebuttert worden.
Oder das ist die bescheidene Dienstwohnung des Führers der kommunistischen örtlichen Registratur oder so. Trom Dai Hokkacho. Was aber noch sein mag, sie doch. Könnte auch eine Unität sein. Oder ein Gefängnis. Oder ein politisches Umerziehungslager. Und kaum blaue Dächer. Vielleicht gibt's hier die Plane nicht so. In Blau. Naja. Na, so sieht das Ganze jedenfalls von oben aus. Obenerdig sozusagen. Ja. Ja, von oben aus gesehen ist es heute nicht so abwechslungsreich. Der Fluss da vorne, das macht dann schon was her, wie ich zugeben muss. Einige sehr, sehr, sehr tief hängende Wolken. Aus diesem Winkel sieht es allerdings sehr echt aus. Aus diesem nicht ganz so. Buddhistischer Tempel wird mir hier gerade eingeblendet. Kurz, also so nicht direkt am Flussufer, aber so kurz vorm Flussufer. Oder so. Aha, wir fliegen 123 Knoten. Na gut, ich doch Interesse nochmal, ich drücke einfach mal in Airspeed. Passiert nichts. Entweder er kann das nicht regeln, was mich jetzt bei einer Cessna 172 nicht unbedingt irritieren würde. Oder er sagt sich, ach, das ist Abweichung, nehme ich hin. Scheinbar wieder auf Alt. Ja, du brauchst nicht zu blinken, die Abweichung ist so minimal. Ist er? Passt doch. Würde mich ja reizen, hier noch so eine kleine Kamera einzubauen, die den Autopiloten mitfilmt. Aber da gebricht es mir derzeit an angemessenen Kameras, die so halbwegs was Ähnliches wie Qualität bringen und vor allen Dingen super, 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 super Weitwinkel sind. Ich kann zwar auch künstlich verweitwinkeln, weil dafür gibt es jetzt so schöne Vorsatzlinsen, aber dann müsste die Kamera auch ungefähr wie die eines Handys aussehen, also flach. Das sind sie meistens leider hier nicht. Vielleicht oben am Steuerhorn oder so, oder? Dann bewegt sich das zwar immer mit der Kamera, aber das bringt dann höchstens Stimmung in die Bude. Aber von der Idee Abstand wäre so 10 cm zum Display. Ja, oder gleich zwei Kameras, eine rechts, eine links, eine im direkt über dem Display vom Autopiloten, das andere über dem Switchboard und damit auch das Landefahrwerk. Das wäre bestimmt drollig. Da wechselt wieder ein Fluss mitten im Fluss. Mitten im Fluss. Ein Fluss wechselt im Fluss, ist im Fluss, befindet sich im Fluss. Wechselt er die Farbe. So, vielleicht ein Stauwehr. Genau, wir reden uns ein, das wäre ein Stauwehr. Und nicht irgendwie ein anderer Satellit. Das ist ein Tempel. Aha, müsste jetzt auf einer Höhe sein mit uns. Ja, von uns aus gesehen auf unserer Seite, aber in dem Gewühl der Häuser da unten kann man ihn wohl eher nicht sehen. Oder ist es das Rote da unten, aber das sieht eigentlich mehr wie ein Sportstadion aus. Aber so sicher kann man nicht sein. Andere Kulturen bauen ihre Gotteshäuser womöglich anders als wir. Da ist ja nicht umsonst andere Länder, andere Sitten. Dass sie total nach Schrebergärtnerkolonie aussahen. So relativ irgendwie anders bebaut, ne? Es ist dünner besiedelt, aber auch gleichmäßiger. Also in Deutschland findest du eigentlich entweder grün oder ist überhaupt nichts oder du findest Städte. Aber so dieses Gesprenkel von vielen, vielen, vielen kleinen Häusern mit irgendwie Grün drumherum, das gibt's bei uns eigentlich kaum.
Das ist hierzulande wahrscheinlich die gehobene Mittelschicht. Und ich glaube, der Fahrer ist ja sowieso draußen, ne?
kann ich ja nicht viel verkehrt machen. Und glaub mir, ich kann einiges verkehrt machen. Fliegerisch bin ich ein Meister im verkehrt machen. Zum Beispiel überdrehe ich jetzt ein bisschen den Motor. Mir kann ja nichts passieren, ich habe alle technischen Probleme abgeschaltet. Ich habe so den Verdacht, dass sich das im Laufe der Zeit noch ändern wird, dass ich das einbaue, dass man zumindest den Motor kaputt machen kann, wenn man alles falsch macht. Also keine zufälligen, jetzt passiert mal was Dinger, sondern ja, wenn man vergisst, die Motordrehzahl zurückzunehmen oder einfach nie auf die Temperatur guckt, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich stelle den Dienst jetzt ein. Die Frage ist, kann man dann von da aus, wo ich lande, auch wieder starten? Weil dass ich nun lande, das kriege ich normalerweise hin. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil es noch verdammt viele Kanäle gibt. Und man sollte vielleicht nicht entgegen den Landen, wo das ganze kleine Kerlchen immer vor dem Flugzeug davon hüpfen. Und man sollte vielleicht in bestimmten Ländern nach Möglichkeit nicht zwischenlanden. Das führt immer leicht zu diplomatischen Verwicklungen. Sind wir bald da? Quengel nicht. 12 Minuten, 27 Meilen. Wollte wieder Knoten sagen. Wie fliege ich eigentlich nachher weiter? Ja, wir fliegen einen Bogen irgendwie um die Stadt und kommen dann wahrscheinlich von Süden an die Landepiste dann. Das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Da kann ich genauso gut, gerade bei diesem Flughafen, kann ich stur drauf losfliegen. Genau das mache ich jetzt auch. Musst du schon sehen, was du davon hast. So. Dann würde ich sagen, das war hier. Nein, da war es nicht. Doch, Menü. Flight Plan. Menü. Delete Approach. Geht nicht, dann gehe ich einfach direkt auf den hier. So, Activate Leg, Enter. Paff. Kurz und schmerzlos. Eine rote Linie zeigt er mir jetzt nicht an. Das könnte damit zusammenhängen, dass das von nur ein virtueller Punkt ist und da kann natürlich schlecht was zu sagen. Aha, er peilt den Punkt aber nicht direkt an, sondern scheint schon nur so ein bisschen davor zu liegen, damit man da besser reindrehen kann. Das ist zumindest meine Vermutung jetzt. Naja, schauen wir mal. Ich habe es jedenfalls schon probiert, wenn man das auf zivilisierten Flughäfen macht, wo es auch GPS-Approach gibt. Dann ist das eine richtig feine Sache. Aber auch da muss man teilweise nicht unerhebliche Umwege einplanen. Weil die haben in ihren Anflugrouten natürlich dann irgendwie so 747 im Visier, die aber mal eben 40 Meilen Umweg fliegen kann. Bei der Cessna ist das jetzt nicht so zwingend wichtig. Ihr kennt ja meinen Landestil. Ne? Im Grunde Nase auf die Landebahn und draufstürzen und im letzten Moment dann in die richtige Richtung drehen, falls man von der Seite gekommen ist. So im Wesentlichen jedenfalls. So ein bisschen Fahrstuhlmusik. Was mich daran erinnert, ich wollte doch noch landestypische Musik irgendwie einblenden. Ah, wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. Können wir das mal probieren. Nein, das ist keine gute Idee. Wenn ich jetzt landestypische Musik einspiele, die müsste ich ja noch vorher so verfremden, dass sie zum Intercom passt, akustisch. Aber ich sollte mir das mal merken, auch wenn YouTube dann womöglich wieder umspinnt und sagt, Copyright, GEMA, Alarm, Panik. Da könnte irgendein Bauer in Hintermalaysien seine 13 Cent nicht bekommen. Naja. Aber darauf bin ich mir ein Ei, denn das wirkt sich nur auf die Leute aus, die mit Handys gucken. Und wer mit dem Handy sowas guckt, über Stunden hinweg, der hat sowieso verloren. Ja, ich mache ein PC-Programm sozusagen, kein Handy-Bildschirm-Programm. Mäusekino.
war diese Karre eigentlich? Zweites Place, da kann doch nur eins zur Reserve sein. Weil so wichtig, dass Pilot und Co-Pilot verschiedene Dinge abrufen, kann es ja eigentlich nicht werden. Ich tippe also auf Sicherheitsaspekt. Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Und wir hüpfen wieder nach draußen. Ja. Ja, ein bisschen eintönig, ne? Da könnte das Thema Fahrstuhlmusik wieder aufkommen. Muss ich mir echt mal aufschreiben. So auf die Kniescheibe oder so. Stift habe ich aber kein Papier. Langsam sinkt die Sonne auch wieder. Sagen wir mal 1,5.
bei Geschwindigkeit von minus 600. Airspeed 123, ruhig beibehalten. Kontrolle! Ja, perfekt. Ich darf nicht mit den Beinen wippeln. Wenn wir mit den Beinen wippeln, dann kriegt das Handshaking das sofort mit. Dann eiert das hier alles ein bisschen hin und her. Ja, also der Flughafen müsste auf der Rückseite von etwas Feuchtem sein. Und das sieht noch nicht so feucht aus. Erschreck mich doch nicht so. Das ist zwar auch feucht, aber nicht feucht genug. Da ist irgendwas Großes, Grünes, doch nicht Feuchtes.
Geschwindigkeit. Dann nehmen wir nochmal ordentlich Geschwindigkeit. Die sollten wir jetzt aber auch ein wenig halten. Geschafft. Hier gibt es bestimmt irgendwo was zu knabbern. Das sieht aus wie der Tower. Aber hier gibt es so viele Onkel mit einer gelben Weste, die wissen eigentlich immer Bescheid, wo es lang geht. Und sonst fahren wir nochmal eben rein in die Metropole Kanto und feiern ein bisschen. In Vietnam feiern. Mal gucken. Vielen Dank fürs Mitfliegen und auf ein baldiges Neues.